Der weht so. Die Lager sind voll. Die Menschen kaufen billig. Warum sind Sie denn heute Morgen hier? Ich erwarte hier, dass hier ein Brief abgegeben wird und dessen Inhalt scheint erfreulich zu sein. Erhoffen Sie sich dabei irgendwas? Ich glaube, dass dadurch Öffentlichkeit hergestellt wird und das ist, glaube ich, bei der ganzen Projektierung hier sehr wichtig. Wir sind jetzt in der Altonaer Poststraße an der Post. Warum bist du gerade hier? Ich bin gegen IKEA und deswegen bin ich hier. Ja, dann würde ich sagen, erstmal guten Morgen, Altonaer Altstadt. Wir sind hier, weil wir dem Unternehmensgründer von IKEA, Ingvar Kamprad, was zu sagen haben. Wir, einige Bürgerinnen und Bürger Altonas, haben der Presse entnommen, dass sich unser erster Bürgermeister Ode van Beust dieser Tage mit Managern von IKEA treffen möchte, um ihnen zu erklären, wie willkommen IKEA bei uns hier in der neuen großen Bergstraße sei. Wir sind da ganz anderer Meinung. Wir finden sogar, dass das unglaublich ist, eine Frechheit und bezeichnend, dass sich der Bürgermeister dieser Stadt zum Steigbügelhalter macht für einen Konzern, eine Konzernstrategie, von IKEA jetzt in die Innenstädte zu gehen. Wir sind erstens der Meinung, dass IKEA, so wie alle großen Möbelhäuser, an den Ausfallstraßen der Städte viel besser aufgehoben sind. Da produzieren sie nämlich keinen Ärger für die Wohnbevölkerung. Wir sind hier mitten in einem Wohngebiet. Zum anderen finden wir es sowieso skandalös, dass aus dem Sanierungstopf des Sanierungsgebiets Altonaer Altstadt jetzt auch noch Geld an einen internationalen Konzern fließen soll, der sowieso kaum Steuern zahlt. Weil es handelt sich nämlich nicht, wie einige glauben, um einen schwedischen Konzern, sondern um einen Konzern, der, glaube ich, seine Hauptstellen irgendwo auf den französischen Antillen hat, weil sie dort keine Steuern zahlen. Auf der anderen Seite nehmen sie aber gerne Steuergelder für die Errichtung eines riesigen Möbelhauses von 38 Meter Höhe hier mitten im Wohngebiet in Anspruch, wo es wirklich nicht hingehört. In diesem Sinne möchten wir hier und heute einige Umschläge in diesem Briefkasten tun. Der erste geht an Herrn Kamprad persönlich, der ja im Steuerparadies Schweiz lebt. Er wird wissen, warum. Ich darf noch erwähnen, dass dieser Brief bis dato von 86 Altonaer Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet worden ist. Außerdem an die Pressestelle von IKEA Deutschland. Außerdem sollten IKEA-Manager, die sich diese Woche mit von Beuys treffen, wissen, dass dieser Tage auch dem Bezirksamt Altona dass die ersten, ich weiß gar nicht wie viel, 10.800 Unterschriften des Bürgerbegehrens gegen Altona zugestellt werden, womit ein Moratorium in Kraft tritt, ein Planungsstopp, der hoffentlich nur der Anfang von vielen Stolpersteinen sein wird, den wir IKEA beim Versuch, hier ein Möbelhaus zu bauen, in den Weg legen werden. Vielen Dank! Und wir sind auch der Meinung, dass mit dem Geld, was jetzt hier IKEA hinterhergeworfen wird, um ein im Wohngebiet unverträgliches Möbelhaus zu bauen, dass man damit Sinnvolles machen könnte. Man könnte damit sozialen Wohnungsbau fördern, man könnte vielleicht kleinere Gewerbe dort ansiedeln, die auch wirklich was bringen für die Bevölkerung. Man könnte dort ein Kunst- und Kulturzentrum und ein Sozialzentrum einrichten in der Tradition der frappanten Nutzung, die wir die letzten Jahre gesehen haben, die auch im Grunde genommen recht gut funktioniert hat. Das Verpfand ist ja jetzt auch verewigt worden im neuen Film von Fatih Akin. Soul Kitchen, da spielt das auch eine kleine Rolle. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass Fatih den offenen Brief gegen Ingvar Kamprad unterschrieben hat, genauso wie der Schauspieler Peter Lohmeier und der Autor und Musiker Rocco Schamoni, also auch prominente Hamburger Altonaer Bürger sagen Nein zu IKEA.